Ein herzliches Willkommen zum dritten Panel Kreditrisikomanagement bzw. Risikomanagement in Zeichen der Pandemie. Und zwar im Rahmen natürlich der 24. Bank der Zukunft. Dieses Thema will ich in den kommenden 60 Minuten beleuchten und aus verschiedenen Blickwinkeln, Meinungen, Ansichten hören. Dabei werde ich unterstützt von meinen Diskutanten und digitalen Panelteilnehmern, die ich hier auf das Herzlichste willkommen heiße. Diese sind in alphabetischer Reihenfolge Dr. Christian Ossig. Er ist Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstandes des Bundesverbandes Deutscher Banken in Berlin und ehemaliger Banker. Er hat mehrere Mandate inne, zum Beispiel Vorsitzender des Executive Committees des Europäischen Bankenverbandes bzw. der Bankenvereinigung. Er ist Mitglied im Verwaltungsrat und Fachbeirat der BaFin. Er verantwortet die Einlagensicherung hier der privaten Banken und ist in dieser Funktion auch Mitglied des Beirats der EIS Einlagensicherungsbank GmbH. Herr Ossig schaut auf eine Karriere als Banker zurück, bevor er dann über das Institute for International Finance in Washington dann zum Bankenverband gelangte. Mein zweiter Panelist ist Jürgen Sonder. Er ist seit über 35 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und initiierte und verantwortete dort Transaktionen in mehreren oder über mehreren Milliarden Euro. Er war von 2012 bis 2018 Geschäftsführer von Intrum in Deutschland. Dieses börsennotierte Unternehmen ist Marktführer bei der Bearbeitung von zahlungsgestörten oder notleidenden Forderungen in der Finanzindustrie in Europa. Seit Januar 2019 ist er Chairman des Senior Advisory Boards von Intrum in Deutschland. Zudem ist er seit Juni 2018 Präsident der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing in Berlin. Diese Bundesvereinigung vertritt die Interessen der Investoren und der Dienstleister im Sekundärmarkt für notleidende Kredite. In diesen Funktionen, ausgestattet mit dieser Erfahrung, ist er auch an vielen europäischen Roundtables in Sachen NPLs tätig. Und last but not least begrüße ich Herrn Professor Dr. Joachim Würmeling von der Deutschen Bundesbank. Ihn vorzustellen ist eher Eulen nach Athen zu tragen, aber ich mache es trotzdem. Nach seinem Start in der Bayerischen Staatskanzlei, dort von Anfang an mit der Europapolitik verbunden, ging er auch ins Parlament. Er hat also auch mal die Seiten gewechselt, kam wieder zurück als Staatssekretär in das Bundesministerium für Wirtschaft im Jahr 2005, ging danach in die Versicherung als Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Anschließend ging er nach Frankfurt, um dort den Vorsitz im Vorstand des Verbandes der Sparda-Banken zu übernehmen. Und seit November 2016 ist er Mitglied der Deutschen Bundesbank, wo er heute zuständig ist für die Ressorts Risikocontrolling, Informationstechnologie und natürlich die Bankenaufsicht. Ich darf alle Panelisten ganz herzlich begrüßen, mich natürlich schon bedanken, dass Sie dabei sind. Die gemeinsame Diskussion zu gestalten, würde ich jeden einzelnen Panelisten gerne bitten, aus seiner Sicht dieses Thema Risikomanagement bzw. Kreditrisikomanagement in Zeichen der Pandemie kurz zu beleuchten, um die Pandemie als Ausgangspunkt unserer Diskussion zu sehen, nicht so sehr als Schwerpunkt. Leitfragen, wie ordnen Sie das Thema ein? Was bleibt für Sie nachhaltig in Erinnerung, wenn dieses Thema aufgerufen wird? Ich würde mich freuen, wenn Herr Würmeling vielleicht anstößt. Ja, selbstverständlich gern. Vielen herzlichen Dank, Herr Lehr, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Diskussion, gerade in diesem Kreis, wo ja sehr unterschiedliche Perspektiven dann eine Rolle spielen können. Das ist auch für uns wichtig, denn in der Tat ist natürlich das Kreditrisikomanagement für uns das Aufsichtsthema des Jahres 2021. Und nachdem wir uns in einer völlig neuen und zum Teil unabsehbaren Situation befinden, ist es sehr gut, hier im Dialog zu sein. Lassen Sie mich am Anfang vielleicht drei Punkte machen. Der erste Antwort auf die Frage ist eigentlich das Risikomanagement während einer Pandemie ein anderes als in normalen Zeiten. Dann eine kurze Zwischenbilanz. Wie sieht es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus? Was für Erfahrungen haben wir gemacht? Was sehen wir als Aufseher? Und wie Sie es auch angedeutet haben, Herr Lehr, welche Lehren zeichnen sich für nach der Pandemie jetzt schon ab? Und hier als Bundesbanker ganz nüchtern
Pandemie hat im Grunde keine wirklich neuen Themen oder neuen Gebiete für das Risikomanagement hervorgebracht. Bei uns ist ja das Risikomanagement prinzipienbasiert geregelt in der MA-Risk und wir unterscheiden dort im Kern nicht danach, ob aktuelle Phasen mit hohen oder mit niedrigen Kreditausfällen vorliegen. Allerdings, diese Pandemie sehen wir schon als eine Bewährungsprobe an für dieses prinzipienbasierte Regelungswerk. Und lassen Sie mich einmal ein bisschen bildlich sprechen. Potenzielle Kreditausfälle lasten wie Gewichte auf einer Brücke, deren Mindestanforderungen an die Statik, an die Materialqualität und die Verarbeitung im Grunde durch die MA-Risk vorgezeichnet ist. Allerdings, der Risikobegriff hat sich nicht geändert, aber die Dimension der Auswirkung, die könnte durch die Pandemie natürlich schon eine ganz andere sein. Eine Pandemie als Ursache von Kreditausfällen ist auch für uns neu und bildet die Ursache für Kreditausfälle bisher unbekannten Ursprungs, wenn Sie so wollen, unbekannten Ausmaßes und auch unbekannter zeitlicher Dimension. Dass wir als Aufseher dieses Kreditrisiko als zentral ansehen, ist auch durch die bekannten DSCRO-Letter der EZB an die systemisch relevanten Institute zum Ausdruck gekommen und seitdem sind wir auch im engen Dialog. Wie sieht unsere Zwischenbilanz aus? Das Risikomanagement der Institute hat sich aus unserer Sicht Stand heute bisher bewährt. Die Auswirkungen auf die Kreditrisikosituation halten sich aktuell noch in Grenzen, wenngleich weitere Auswirkungen möglich zu erwarten sind. Wir haben aber auch natürlich ein paar Lücken festgestellt. Manche Institute sind besser und schneller als andere in der Lage, die Auswirkungen der Krise in ihrer Planung zu berücksichtigen. Es gibt teils Schwächen im Reporting, bei der Datenaggregation. Die makroökonomischen Annahmen fallen auseinander. Prognoserechnungen sind manchmal nicht gut nachvollziehbar und vor allen Dingen fällt es den Banken teilweise schwer, die einzelnen Sektoren so zu überwachen, dass sie die Auswirkungen auf ihr Portfolio tatsächlich beurteilen können. Der Belastungstest für das Risikomanagement dürfte allerdings noch ausstehen. Wir erwarten natürlich einen Anstieg der Ausfälle, aber wir wissen nicht die Dimension. Lassen Sie mich kurz eine Zahl nennen. Nach FINREP haben wir in Deutschland Kredite etwa in Höhe von 1,6 Billionen Euro an nichtfinanzielle Unternehmen ausgegeben. Die Risikovorsorge beträgt ungefähr 35 Milliarden Euro. Anteilig wurden 1,6 Milliarden Euro im letzten Jahr hinzugefügt, sodass wir eine Vorsorgequote von ungefähr 2,17% haben. Demgegenüber stehen allerdings insgesamt Rücklagen aus Managementpuffern und regulatorischen Puffern von etwa 250 Milliarden Euro. Hilfszahlungen natürlich des Staates haben die aktuell drohende Last notleidender Kredite stark gemildert. Es sind insgesamt Hilfen in etwa 1,1 Billionen Euro zugesagt worden. Ein Drittel als Zuschüsse und zwei Drittel als Kredite. Hinzu kommen noch Zahlungsmoratorien staatlicher Art, aber auch privater Art, die Belastung zum gegenwärtigen Zeitpunkt natürlich mindern. Wichtig aus unserer Sicht ist, das Awareness im Risikomanagement zu schaffen, so dass mögliche Verschlechterungen der Situation von den Kunden möglichst frühzeitig adressiert werden. Und die zweite Herausforderung ist, mit einer größeren Anzahl von problembehafteten Krediten auch administrativ umgehen zu können. Aufgrund der günstigen Entwicklung der letzten Jahre hat es hier schon ein Know-how und Erfahrungsverlust in diesem Bereich gegeben. Auch hier werden wir aufsichtlich in diesem Jahr etwas näher hinschauen. Lassen Sie mich noch kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Wir sehen keinen grundlegenden Anpassungsbedarf an das Risikomanagement allein auf der Grundlage der Strategie.
der Pandemie. Sie alle wissen, dass im Moment die sechste MA-Risk-Modelle veröffentlicht wird, voraussichtlich im zweiten Quartal, dass wir bereits an der siebten arbeiten, wo insbesondere die NPL-Regelung der Europäischen Kommission einbezogen werden. So schließt sich regulatorisch hier der Kreis in Verbindung mit den Vorgaben für die Kreditvergabe, die wir schon haben, die Überwachung bis zur Erkennung und Reduzierung von Kreditausfällen, haben wir nun auch eine solide Grundlage dafür geschaffen, dass notleidende Kredite sich nicht weiter anhäufen. Und über den Umgang mit den NPLs werden wir sicherlich im Verlauf der nächsten Stunde noch sprechen. Was die Zukunft angeht, werden sicherlich weitere Risikothemen eine große Rolle spielen. Digitale Risiken, also Risiken aus digitaler Innovation, ESG-Risiken und ähnliches mehr. Und ich denke, dass die Transformation, die der deutschen und auch der internationalen Volkswirtschaft ins Haus steht, infolge des Strukturwandels, der Digitalisierung und Nachhaltigkeit, dass die Banken womöglich in Zukunft höhere Risiken eingehen, weil die Innovationen mehr risikobehaftet sind. Auch das wird sicher ein großes Thema für das Risikomanagement sein. So gilt für uns Schlussbemerkung: vor einer Pandemie, in einer Pandemie, nach einer Pandemie ist und bleibt das Risikomanagement aus Sicht der Aufsicht der Schlüssel für stabile Banken und ein stabiles Finanzsystem. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Würmeling. Ich möchte den Ball, Sie hatten die NPLs auch schon erwähnt, aufnehmen und ihn zurückspielen an Jürgen Sonder. Jürgen, wie siehst du die Ausgangssituation aus deiner Sicht? Ja, dann, Carsten, nehme ich heute die Position der Investoren des Sekundärmarktes mit Blick auf das Risikomanagement ein. Und zwar aus einer dreidimensionalen Perspektive, aus der organisatorischen Sicht eines Investors, der analog zur Bank die gleiche Three-Line-of-Defense-Struktur hat, aus den Gesprächen, Diskussionen und Arbeitskreisen mit der Regulatorik, Aufsichtsbehörden und der Finanzindustrie und aus den konkreten Projekten mit dem Risikomanagement in Form von durchgeführten Stresstests und Portfoliotransaktionen im sogenannten Distress-Debt- und NPL-Bereich. Hier hat sich in den letzten Monaten speziell dann auch für mich gezeigt, dass in der aktuellen pandemischen Dimension ein isoliertes Risikomanagement einer Bank nur bedingt wirksam sein kann. Das Zusammenspiel der Kräfte in den Risikomanagementsystemen, international wie national, zum Beispiel EU-Kommission, EZB, EBA und BaFin, in einem starken Handshake mit der Politik, die unstrittig mit ihren massiven Unterstützungsmaßnahmen bisher negative Auswirkungen auf die Bankenlandschaft verhindert hat, wird und ist in Zukunft, Professor Rümmeling hat es auch gesagt, der entscheidende Faktor, um die Krise effektiv zu managen. Das Risikomanagement der Bank, wie wir sie sehen, bewegt sich in diesem unsicheren Horizont in einem besonderen Spannungsfeld. Einerseits soll sie die Wirtschaft mit ausreichend Liquidität und Kredit versorgen, siehe auch aktueller EU-Aktionsplan Solution and Recovery von Dezember 20 unter Berücksichtigung der Mindestanforderungen an eine ordentliche Kreditvergabe. Und auf der anderen Seite hat sie die Herausforderung aufgrund der Volatilität und der pandemischen Unsicherheit risikoadäquat zu bewerten. Professor Wümmeling hat es auch gesagt, Risikovorsorgemaßnahmen zu initiieren, aktiv und proaktiv Restrukturierungsmaßnahmen einzuleiten, durchzuführen, Clipping-Effekte zu verhindern, Insolvenzen und Kreditausfälle, wir kommen sicherlich in der Diskussion dazu, im definierten Default-Rahmen zu halten und letztendlich offensiv die Entwicklung von Zombie-Unternehmen zu begegnen. Und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank hat vor ein paar Monaten in den Gazetten, das wird ich jetzt nicht, sage ich mal, zu eigen machen, aber inhaltlich hat er nicht ganz Unrecht, kreative Zerstörung von nicht überlebensfähigen Geschäftsmodellen, kommen wir sicherlich in der Diskussion noch dazu, zum Thema gemacht. Abschließend zu meinem Eingangsstatement hinsichtlich Lessons-Learn-Effekte aus Krisen und hier meine ich der Finanzkrise,
sind wir heute doch in einer wesentlich besseren Ausgangssituation. Die Banken sehr robust mit einer starken Kapitalausstattung und das Risikomanagement, wie wir es jetzt aus dem Sekundärmarkt auch beobachtet und mitgestaltet haben der letzten Jahre. Wir waren massiv EZB-Guideline, wir haben die EU-Aktionspläne, sage ich, mitbegleitet, mitbearbeitet, mit Statements und die Zusammenarbeit mit dem Risikomanagement in dieser Form macht mich in der Form zuversichtlich. Professor Wimmerling hat es auch gesagt, dass das Toolkit, ja, dass das Risikomanagement die letzten Monate und die letzten Jahre entwickelt hat, ja, dass die durchaus geeignet sind, einem drohenden, ja, Kreditausfall und NPL-Szenarien zu managen. Und eine Ergänzung, vielleicht kommt man der Diskussion dazu, weil der Professor Wimmerling gesagt hat, das ist Standard, Pandemie, Risikomanagement ist Pandemie. Ich glaube, wir kommen nachher in der Diskussion dazu, dass die Erkenntnisse aus der Pandemie, was die Dimension von Risikoindikatoren angeht, das ein zusätzliches Add-on ist, ja, zu diesen, was im MRisk, ja, beinhaltet ist, diese Top 4, dass wir eventuell doch die systemischen Risiken stärker mit einbinden werden. Und in der Diskussion kommen wir dann, Carsten, auch dazu. Ich sehe so, wir sind in einer komfortablen, in Deutschland in einer zu komfortablen Situation. Wir haben eine Default Rate im Vergleich zu den europäischen Nachbarn von 1,2%, ja. Wir haben, der Professor Wimmerling hat es gesagt, Risikovorsorge in der Größenordnung im Vergleich zu Europa, die ist minimal. Wir haben nach dem Auslaufen des Leistungs- und Verweigerungsrechts im Juni fast keine Moratorien und Stundungen. Ich glaube, 2% der vorausgebenden Kredite in Europa haben wir circa 900 Milliarden an Moratorien und Stundungen. Deutschland fast gar keine. Also wir haben hier eine gute Ausgangssituation. Das Thema wird sein, wenn man auch in der Diskussion kommt, die Prognosefähigkeiten, die Erkenntnisse aus den pandemischen, ja, Parametern in die Prognosefähigkeiten der Zukunft zu nehmen. Welche Unternehmen, welche Branche? Professor Wimmerling hat es gesagt, wir werden nachher drauf zukommen. Wo sind die Lecks? Ja, wo müssen wir Daten ergänzen? Ja, wo haben wir die Risikobranchen? Wie sind die Portfolios geschnitten? Welche Prognosemodelle haben wir? Also das sind Themen, da bin ich froh, wenn wir die nachher ansprechen und wo wir da stehen und in welche Richtung, ja, dass wir dann gehen müssen. Ja. Zum Schluss noch, der NPL-Bereich ist fragmentiert. Ich habe in Deutschland keine Sorgen, dass wir jetzt den NPL mit diesen Instrumenten, die auch jetzt die EZB, die EU und die Investoren und die Banken, ja, entwickelt haben, dass wir nicht in der Lage sind, auch bei einer größeren mehrjährigen Welle, ja, das managen zu können. Die Frage ist, und die Volatilität ist da, die Pandemie ist da, dritte Welle ist eventuell da. Also das sind alles diese Unsicherheiten, wo wir alle Schwierigkeiten haben. Ja? Die Banken, die Investoren, Kapitalmarkt, ja? Ratingagenturen. Ja? Und ich glaube, da ist eine Zusammenarbeit, ja, mit allen Stakeholders, ja, sehr nützlich, um die Erkenntnisse dann gemeinschaftlich in eine Risikomodellierung einzubringen. Soweit, so gut von meiner Seite. Vielen Dank, Jürgen. Ja, dann bleibt noch Herr Ossig aus Sicht des Bankenverbandes. Wie sehen Sie, Herr Ossig, in einer Komprimierung die Ausgangslage? Wir kommen auf viele der Aspekte, die genannt sind, sicherlich dann im weiteren Gang der Diskussion nochmal zurück. Aber auch für Sie das Eingangsstatement. Bitte schön. Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit zu diesem spannenden Austausch. Ich würde in meinem Eingangsstatement kurz auf drei Punkte eingehen. Einmal die Bestandsaufnahme. Wie ist die Risikolage aus unserer Sicht heute? Zweitens, was hat dazu geführt, dass wir in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg eben genau keine Bankenkrise haben? Und dann eben drittens auch die Frage, was ist jetzt zu tun, auf die auch die beiden Kollegen gerade eingegangen sind. Erster Punkt, Bestandsaufnahme. Wie ist die Risikolage im Bankensektor heute? Wie gesagt, mitten in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, dass sich das System grundsätzlich bewährt hat. Diese schwierige gesamtwirtschaftliche Lage, die hat sich nicht zu einer Bankenkrise entwickelt.
Die Insolvenzen sind auf einem historischen Tiefstand. Wir alle wissen, das ist artifiziell, dass Insolvenzen steigen werden. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die Banken gut und wetterfest aufgestellt sind. Ich glaube, dass wir die Risikolage im Griff haben. Vor allen Dingen sehe ich keine Anzeichen systemweiter Störungen. Natürlich gibt es Geschäftsmodelle, die übrigens gerade großartig laufen. Banken, die sehr wertpapierlastig sind, die sind in den letzten Monaten auf dem Weg zu neuen Rekorden. Und auf der anderen Seite haben wir Geschäftsmodelle, die sind kreditlastiger und da sitzen dann eher die Risiken. Also das Bild ist diverser, deswegen aus meiner Sicht keine systemweiten Fragen. Kommt das her? Natürlich haben die Banken ihr Eigenkapital von unter 10% vor der letzten Finanzkrise zu über 15% erhöht. Liquiditätskennziffern steigen quasi jeden Monat. Und darüber hinaus haben die Banken, denke ich, auch mit Augenmaß ihre Risikovorsorge erhöht. Und Herr Würmeling hat da gerade interessante Zahlen zu genannt. Also unterm Strich glaube ich nicht, dass die Risikolage so schlecht ist, wie dann doch der ein oder andere Beobachter uns das glauben machen möchte. Warum? Warum stehen wir heute, wo wir jetzt sind? Ich glaube, zunächst getreu nach dem Motto, never waste a good crisis. Meine Vorredner haben das genannt. Gesagt wurden nach der letzten Finanzkrise die richtigen Lehren gezogen. Dabei hat der Basler Prozess eine ganz zentrale Rolle gespielt, und zwar eine sehr positive Rolle. Warum man jetzt, nachdem sich das System so bewährt hat, auch im Rahmen des Basler Prozesses noch zusätzliche Anforderungen auf die Banken auflegen möchte, obwohl wir ja gerade gesehen haben, das hat eigentlich recht gut funktioniert. Das überzeugt mich nicht, ist aber vielleicht ein Punkt für die Diskussion gleich. Auch aus dieser Krise jetzt, die keine Bankenkrise ist, sind Lehren zu ziehen. Aber auch da stehen wir, denke ich, ganz am Anfang. Was hat aus meiner Sicht gut funktioniert? Ich glaube, dass hier jeder ganz für sich genommen einen guten Job gemacht hat. Einen guten Job, frühzeitig Risiken zu erkennen, aber auch vor allen Dingen gewisse prozyklische Elemente, die im System embedded, eingebaut waren, die doch abzuschwächen. Und da haben zum einen die Aufseher innerhalb ihres Rahmenwerks ganz frühzeitig, schon im März, April letzten Jahres, krisengerechte Bedingungen geschafft, Moratorien ermöglicht, diverse operative Erleichterungen eingeführt. Der europäische Gesetzgeber mit dem CRR Quick Fix hat schnell reagiert und ganz wichtige prozyklische Elemente reduziert. Und in Deutschland wurde mit dem Covid-19-Gesetz ebenfalls ganz wichtige Rahmenbedingungen geschaffen. Die EZB hat die notwendige Liquidität ermöglicht, PEP, Telcos, ein für uns, denke ich, wichtiges Element, Additional Credit Claims, ACC, Liquidität gegen Kredite als Sicherheiten. Das wurde in Deutschland nicht so umgesetzt wie in anderen Ländern. Aus unserer Sicht besteht da Handlungsbedarf. Und natürlich, wir haben es gerade schon angesprochen, die Bundesregierung hat die Wirtschaft beherzt unterstützt. Da mag jetzt in der Öffentlichkeit viel diskutiert werden über Novemberhilfe, fließt die oder fließt die nicht. Da muss man aber auch sagen, dass frühzeitig die KfW mit sehr umfangreichen Programmen den Unternehmen doch wirklich hier zur Seite gestanden hat. Und dann schaue ich mir die Banken an. Natürlich war der Covid-Lockdown so nicht hervorzusehen, aber ich glaube, dass sich das Risikomanagement und die Systeme in den Banken bewährt haben. Wir haben gesehen, dass die Systeme so auf dem neuesten Stand sind. Und um nur ein Operational-Thema anzusprechen, die Deutsche Bank hat in der Spitze der Krise 80% der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten lassen. Ich hätte mir das vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass sowas funktioniert. Also auch insofern, denke ich, haben wir da positiv etwas gesehen. All das hat ermöglicht, dass die Banken letztendlich Teil der Lösung waren, nämlich an der Seite ihrer Kunden standen und nicht selber zum Problem geworden sind. Was ist jetzt noch zu tun? Und da geht mein Augenmerk weniger auf die Finanzstabilität an sich, sondern was ist jetzt zu tun, damit die Banken ihre Kreditvergabemöglichkeiten aufrechterhalten können? Denn das große Risiko ist nicht die Stabilität der Banken an sich, sondern dass wir die Wirtschaft, unsere Kunden auch in 2021 nicht entsprechend mit Krediten versorgen können. Das ist genau das Spannungsfeld, auf das Herr Sonder vorhin abgestellt hat. Und da gibt es ein paar Sachen, die man besprechen muss. Das eine ist das Pufferkonzept. Im Kern ja eine Basler Idee. Das hat sich aus meiner Sicht nicht wirklich bewährt. Banken war es nicht so möglich, Puffer zu nutzen, wie wir uns das vorher
vorgestellt haben. Das ist kein kurzfristiges Thema, aber ich glaube, das ist etwas, mit dem sich dann Würmeling im Rahmen des Basler Ausschusses auseinandersetzen wird. Ich glaube auch, und das ist heute zu tun, wir müssen Schwächungen des Eigenkapitals bei Banken entgegenwirken. Da fällt mir zum Beispiel das Thema Bankenabgabe ein. Die bemisst sich auf Basis Einlagenentwicklung. Das geht gerade wirklich durch die Decke. Die Einlagenentwicklung, damit geht die Bankenabgabe durch die Decke. Von mal unter 7 Milliarden zu auf 8, 9 Milliarden. Im Rahmen der Einlagensicherung in Deutschland haben wir gerade die Zahlen für 2020 erhoben. Und das gibt durchaus Anlass zur Sorge. Diese Bankenabgabe ist Geld, das den Banken entzogen wird. Und ich glaube, es wäre sinnvoller, das als Eigenkapital in den Banken zu lassen und nicht in einen Fonds in Brüssel heute zu geben. Ein weiterer Punkt ist die Frage, wie gehen wir mit dem MPL-Rahmenwerk um? Wir haben da doch viele Elemente, die zum Beispiel dazu führen können, dass notleidende Kredite nicht im Rahmen der Hausbankbeziehung abgearbeitet werden, sondern da werden Banken gezwungen, diese Kredite zu veräußern. Herr Sonder, das mag für Sie eine, sage ich mal, etwas Rückenwind sein für aus Investorenperspektive, aber da muss ich vielleicht weniger die Aufsicht, aber die Politik überlegen, wollen wir das? Dass notleidende Kredite nicht in der Hausbankbeziehung aufgearbeitet werden, sondern an einen Investor gegebenenfalls verkauft werden, der keine Banklizenz hat. Ich glaube auch, dass wir einige Maßnahmen aus dem Frühjahr verlängern müssen, um Cliff-Effekte zu verhindern. Und letztlich müssen wir uns auch nochmal dieses Wechselspiel zwischen Geldpolitik, Liquiditätsregulierung, ich glaube, dieser Punkt ACC, und Herr Würmeling weiß, dass mich das sehr beschäftigt, das ist auch ein Aspekt, den wir da auf dem Radar haben müssen. Unterm Strich, glaube ich, wird für 2021 werden die Herausforderungen nicht kleiner, die werden größer. Und wir müssen jetzt den Rahmen schaffen, dass wir in diesem Jahr, auch gerade was die Finanzierung der Wirtschaft angeht, dass wir Banken auch da an der Seite des Kunden stehen können. Ich denke, dass die Kreditnachfrage gerade dann auch im Rahmen der Erholung nach dem Lockdown steigen wird. Und da müssen wir jetzt die richtigen Stellschrauben in die Hand nehmen. Danke. Ja, vielen Dank an Sie alle für das Eingangsstatement. Bevor wir jetzt mit dem einen oder anderen Punkt im Detail auch uns nochmal beschäftigen, ich würde gerne jetzt in der Diskussion quasi drei Blöcke aufmachen. Das eine ist nochmal eine Art Aspekt, den wir schon tangiert haben in Ihren Eingangsstatements zum Thema eher Vogelperspektive. Wie sieht es aus mit der Finanzstabilität und der aktuellen Risikolage? Das können wir sehr kurz halten. Und dann im zweiten und dritten Block natürlich noch einmal auf die Punkte eingehen, die Sie in Ihren Statements auch aufgeführt haben. Also sprich, wo stehen wir hier, warum stehen wir da? Und vor allem, ich glaube, der wichtigere Punkt nachher, wie sollte das Risikomanagement oder das Kreditrisikomanagement der Zukunft aussehen? Denn ich glaube, ein paar Aspekte haben Sie auch genannt. Vielleicht, um den ersten Teil kurz zusammenzufassen oder kurz anzustoßen, noch einmal, es keimt ja immer wieder in der Öffentlichkeit die Debatte auf, wie ist denn die aktuelle Risikolage? Gibt es mögliche Gefahren für die Finanzstabilität? Ich habe Ihren Statements entnommen, dass die Banken sehr gut bisher durch diese Situation, durch diese Krise gefahren sind. Vielleicht noch einmal an alle drei, beginnen vielleicht bei Herrn Würmeling. Wie würden Sie das sehen? Sie sitzen ja auch im Ausschuss für Finanzstabilität. Würden Sie sagen, das ist natürlich im Moment vielleicht kein Thema, aber auf dem Schirm haben Sie es natürlich. Wie schätzen Sie die Situation ein? Wir haben ja auch entsprechende Untersuchungen in unserem Finanzstabilitätsbericht angestellt, haben auf der Grundlage von Erfahrungen in der Vergangenheit Schätzungen für Kreditausfälle vorgenommen. Die halten wir im Moment auch aufrecht, so 6.000 Konkurse pro Quartal. Wir haben im letzten Jahr einen Rückgang gesehen, allerdings wir haben ein Anziehen der Konkurse im dritten Quartal gesehen, ungefähr 25%. Das liegt so auf der Linie, die wir auch abwarten. Das müsste in Deutschland alles verkraftbar sein, sodass ich in Deutschland nicht davon ausgehe, dass sich die Krise in eine Bankenkrise, dass sie in eine Bankenkrise umschlägt. Aber Achtung, wir sollten vielleicht den Blick nicht nur auf Deutschland werfen und sagen, ja, uns geht's gut, wir haben große Puffer, die Ausfälle sind nicht so groß und so weiter, sondern wir sind natürlich integraler Bestandteil des Euroraums. Und hier sieht es teilweise eben schon ganz anders aus. Wir hatten einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland
im letzten Jahr um 5%, in Spanien aber um 11%. Und wenn ich mir einige Banken anschaue in Südeuropa, dann haben sie eine Exponiertheit des Kreditportfolios von bis zu 50%. Sie haben Moratorien oder gestundete Kredite im Portfolio von 30-40%. Das heißt, es sieht nicht überall gleichermaßen gut oder sagen wir mal, zufriedenstellend aus. Und ich denke, dass auch die Diskussion zum Beispiel um Eigenkapitalausstattung, um das NPL-Regime, das wird sicher sowohl in diesem Jahr wie eben auch in den Lessons Learned danach nicht nur von einigermaßen, sagen wir mal, zufriedenstellenden Erfahrungen bei uns beeinflusst, sondern auch sehr stark von Erfahrungen in Ländern und in Regionen, wo die Situation womöglich viel kritischer wird und wo wir tatsächlich vielleicht die eine oder andere Bank dann auch in existenzielle Schwierigkeiten geraten sehen. Und da sind wir als Deutsche natürlich genauso Bestandteil der Diskussion und Bestandteil der regulatorischen Überlegungen. Und das sollten wir auch in unsere strategische Perspektive jetzt schon einbeziehen. Mhm. Vielen Dank. Herr Ossig, wie sehen Sie das aus Sicht der Bankenvertretung? Ich habe in meinem Eingangsstatement da wenig hinzuzufügen. Ich glaube, dass man die Lage im Griff hat, aber man muss das Bild, genau wie Herr Wömmerling sagt, differenziert betrachten. Differenziert auf der einen Seite im internationalen Kontext und dieser Datenpunkt, Herr Wömmerling, den Sie genannt haben, ich finde, das ist ein ganz starker. Unter 0,5% ist der Anteil der gestundenen Kredite in Deutschland und in anderen Ländern über 10%. Das zeigt, wie bunt das Bild in Europa ist, aber das Bild ist auch bunt innerhalb des deutschen Bankensektors. Ja, wir wissen alle, es gibt gewisse Sektoren in der Wirtschaft, denen geht es eigentlich recht gut. Exportorientiert, Industrie, Asien etc. Und es gibt natürlich auch Sektoren, denen geht es nicht gut. Und da, wo sich da Clusterrisiken bilden, insbesondere im Kreditgeschäft, da werden auch Risiken bei den Banken auftauchen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber mein, denke ich, Hauptpunkt hier ist, das hat keine große systemische Relevanz von unserer Perspektive heute, sondern das sind dann wirklich einzelne Fälle, mit denen man dann auch zu tun hat. Vielleicht kann ich ja hier noch eine kurze Zahl ergänzen. Wir haben mal versucht auszurechnen, unsere Volkswirte, wie groß der Anteil der Bruttowertschöpfung von den Sektoren ist, die derzeit im Lockdown sind, also die nicht nur von konjunkturellen Schwankungen betroffen sind, sondern die wirklich zu sind. Und der Anteil ist tatsächlich überraschend gering. Er liegt vielleicht so bei 6,5%, bei 7%. Das heißt, es sind 94% der Wirtschaft, die laufen wie vorher. Und das ist natürlich gefühlt völlig anders, weil mehr oder weniger das Front Office zum Kunden, zur Bevölkerung, zum Verbraucher, das ist zu, ja. Aber dessen Wertschöpfung ist, auch wenn es im Einzelnen natürlich alles tragische Fälle sind, volkswirtschaftlich gesehen nicht, bei uns jedenfalls nicht so riesig groß. Das sieht natürlich in Tourismusgebieten ganz anders aus. Wunderbar. Gut, Jürgen, du hattest das Thema auch angesprochen, Zombie-Unternehmen, Clipping-Effekte. Du bist ja nun mal der Experte auch für NPL. Wie siehst du die Situation? Ja, aber wir schauen uns analog, wie die Kollegen schauen, wir das unter Risikosensitivitätsgesichtspunkten schauen wir auch an. Wir wissen, Deutschland ist nicht in einem isolierten Bereich. Wir sind ein exportabhängiges Unternehmen. Wir schauen uns hier genau die Makroökonomie, ja, Europa, USA und China an, die Abhängigkeiten auch dann in den jeweiligen Exportbranchen. Dann schauen wir uns, wir haben ungefähr die gleiche Prognose gemacht wie die Bundesbank, ein bisschen höher, was die Insolvenzen angeht. Wir hatten ja 4,5 pro Quartal. Wir sind da auf 7.000, jetzt nicht systemrelevant. Das Thema ist Insolvenzantragspflicht. Also bin jetzt 35 Jahre in der Branche, bin Risikoanalyst, aber ich war noch nie so unsicher in meinen Prognosen wegen der Volatilität. Also das muss ich einfach auch konstatieren, innerhalb der Stressszenarien, das Beste hoffen, mit dem Schlimmsten kalkulieren. Das ist, glaube ich, ein guter Maßstab und darauf vorbereitet sein. Aber das Thema Insolvenzantragspflicht, das treibt uns natürlich auch, was die Auswirkungen angeht. Die Risikobranchen, wenn wir die Portfolios klassifizieren, wir haben ja die gleiche Thematik wie die Bank, wenn wir unsere Asset, wenn Sie unser Portfolio sehen. Wir haben ja auch die Erkenntnisse,
gehabt in den jeweiligen Ländern, in den NPL-Portfolios, wie dann die Auswirkungen waren in Spanien, Italien, Frankreich und in Deutschland. Wir hatten in Deutschland fast überhaupt keine Auswirkungen, was der Recovery und angeht, aber in Spanien, Italien hatten wir 70-80% Recovery-Einbruch. Ja, also und das ist ja affin, was das Thema, was der Professor Wümmerling auch gesagt hat, dass es in den Süd- und osteuropäischen Ländern dann ein bisschen anders aussieht. Was das Thema nochmal NPL angeht, vielleicht kommen wir da später drauf, was der Dr. Osik gesagt hat. Deutschland ist, ich will nicht sagen, ist ein Schlaraffenland gewesen die letzten 10 Jahre im Vergleich zu Europa. Wir kommen ja von 1 Billion nach der Finanzkrise über 1 Billion NPLs auf einen Stock jetzt, ich glaube, von circa 400 Milliarden in Europa. Und das Thema NPL, Sekundärmarkt, Alternativen, wenn man EZB-Guideline von März 2017 sich nochmal durchliest, ja, auf Seite 4 oder 5 oder 6 steht dann auch drin, Banken sollen gewährleisten, innerhalb ihrer NPL-Strategie nicht nur eine einzelne strategische Option zu haben, sondern vielmehr eine Kombination. Und da gehört natürlich auch ein Forderungsverkauf oder eine Platzierung auf dem Kapitalmarkt dazu bei den Servicern. Das ist eine von vielen Alternativen. Und wenn eine Bank das In-House-Workout machen kann, ist es okay. Aber wenn dann analog in Spanien und Italien eine Flut kommt, ja, dann haben wir die Instrumente auch geschaffen. Professor Wümmerling in Europa, ja, die Instrumente geschaffen über Asset Management Companies, über Bad Banks, über Verbriefungen, ja, diesem Thema dann auch gewappnet zu sein. Diese Situation sehe ich in Deutschland nicht, heute nicht, ja, außer wir werden pandemisch überrascht, aber heute sehe ich das nicht. Und was wir auch die letzten 30 Jahre noch mal gemacht haben, in unserem Investorenumfeld alle Krisen noch mal modelliert, welche Auswirkungen hat dann diese Krise auf das jeweilige Zahlungsverhalten, auf die Kreditausfälle. Und da muss man einfach sagen, Deutschland mit seiner starken Makroökonomie und dann mit seiner schnellen Widerstandsfähigkeit. Wir hatten maximal, glaube ich, 18% immer jeweils Einbrüche in den Recoveries im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, haben wir das sehr gut verarbeitet. Wir sind gewappnet. Wir schauen uns das mit den Risikomanagern der Banken an. Wir führen auch mit den Banken Stresstests durch, dass wir quasi die Banken gegen unsere Modelle laufen lassen. Und das Thema Instrumentenaufbau, was ja auch im neuen EU-Aktionsplan vom 16. Dezember, das wird diskutiert. Wir haben das Thema Asset Management, Bad Bank, da war man der gleichen Meinung schon vor 12 Monaten, ja, wie die Elke König, brauchen wir jetzt nicht in Deutschland, ist eine Option, aber im Vergleich zu Italien und Spanien, wo viele Asset Management privat oder public gegründet worden sind, hat natürlich dann der Finanzmarktstabilität in den jeweiligen Ländern geholfen. Also nicht isoliert, es ist schön, da wo wir stehen, aber auch immer unter Risikogesichtspunkten ja die Ganzheitlichkeit. Und da ist man gut beraten. Und da sind wir im engen Einklang mit den Banken, mit einem starken Sekundärmarkt. Und da, wo es sinnvoll ist, da soll die Bank das Instrument nutzen. Und da, ja, wo es dann andere Optionen gibt, ist auch okay, Dr. Osik. Ja. Genau. Ich würde gerne den zweiten Teil nochmal anstoßen, auch wenn wir ihn in den Eingangsstatements von Ihnen auch schon relativ umfassend bearbeitet haben. Dennoch würde ich nochmal gerne sagen oder darauf ein paar Minuten verwenden im Sinne einer Lagebeurteilung. Ich glaube, man kann zusammenfassen, die deutschen Banken stehen gut da. Sie hatten formuliert, Teil der Lösung, nicht Teil der Krise selber. Dennoch würde ich noch mal gerne nachhaken wollen, ob es oder wo es doch noch Verbesserungsbedarf gibt, im Sinne, wo waren Lücken, könnte man sagen. Herr Wümmerling hatte ja ein paar aufgezeigt. Würde man also sagen, man ist verhalten vorsichtig, denn oft hat man ja einen Zeitverzug bei gewissen Erscheinungen, um zu sagen, das ist zwar jetzt bisher alles relativ moderat gelaufen, aber Herr Sonder hat es gerade angesprochen, wer weiß, was dort alles dann noch kommt, wenn eben die
die ein oder andere Maßnahme, die man in der Krise geschaffen hat, doch wieder zurücknimmt, wie zum Beispiel die Insolvenzanmeldungspflicht oder Ähnliches. Da würde ich gerne noch mal einmal eine kurze Runde tragen und dann eben eher auf das Zukunftsthema gehen, weil ich glaube, das wird noch mal interessant werden. Herr Böbeling. Ja, ich glaube, ich kann hier kurz machen. Ich hatte ja ein paar Punkte schon angesprochen. Ich glaube, die Fähigkeit der Banken, mit dieser Unsicherheit umzugehen, die war vielleicht unterschiedlich ausgeprägt. Ich meine, wir sorgen ja durch immer Riskprüfung, 44er-Prüfung und so weiter dafür, dass es eigentlich ein sehr stabiles und funktionierendes System der Kreditrisikovorsorge gibt. Aber das traf auf einmal auf eine völlig neue Situation. Und da waren die Unsicherheiten groß. Und jeder ist anders damit umgegangen. Einige haben gesagt, oh, jetzt müssen wir aber mal ganz genau gucken, was wir eigentlich in hier unserem Buch haben. Dann haben sie gesagt, ja, jetzt habe ich hier Gaststätten, wie soll ich damit umgehen? Da kann man sagen, na ja, warten wir mal ab. Oder man kann sagen, man guckt sich die eben genau an. Ja. Oder wir haben einen Sektor, meinetwegen Freizeit, ja, muss ich da jetzt differenzieren, wie geht es denen tatsächlich und so weiter. Und da, das ist das, wovon ich Awareness sagte, ja, wie stark geht man denn tatsächlich da rein? Wie ist man auch mit Prognoseunsicherheiten, was Bruttoinlandsprodukt umgegangen? Wie kalkuliert man ein, die Moratorien, welche Bedeutung gibt bei dem die staatlichen Hilfen und so weiter? Und da gab es sicherlich Unterschiede, aber das Grundmodell und das Grundsystem der Kreditrisikoprüfung, das hat sich bisher jedenfalls bewährt. Wunderbar. Herr Aussicht? Wollen Sie etwas ergänzen? Ich würde gerne noch mal auf das abstellen, wo ich glaube, wo wir jetzt kurzfristig Handlungsbedarf sehen. Und der Sonder ist so schön auf den NPL-Rahmen noch mal kurz eingegangen. In der Tat, in Deutschland haben wir notleidende Kredite unter 1,5% und in anderen Ländern über 10%. Das wird aber auch in Deutschland steigen. Und wir haben hier auf europäischer Ebene eine Situation, dass ein Rahmenwerk geschaffen wurde, um ein Problem in Südeuropa zu lösen, das aber auch deutsche Banken doch mit in Teilen massiven zusätzlichen Eigenkapitalbelastungen konfrontiert, ohne dass wir hier wirklich ein Problem zu lösen haben. Ja, das ist so ein bisschen, dass wir die Medizin allen verabreichen und dem einen hilft es, aber bei dem anderen, der gar keine Krankheit hatte vorher, löst es eher unangenehme Nebenwirkungen aus. Sondern das gilt auch für die Verbriefungsregeln für NPLs. So wie das im Moment in Brüssel diskutiert wird, wird es dazu führen, dass sich Banken da im Sekundärmarkt zurückziehen müssen, weil die Eigenkapitalanforderungen für NPL-Verbriefungen zu hoch sind. Ich glaube, das ist auch nicht im Interesse der Nicht-Bankenteilnehmer, für Sie, die Sie auch in Teilen sprechen. Also da ist ein großer Handlungsstrang, würde ich sagen, in dem ganzen Themenkomplex, wie gehen wir mit notleidenden Krediten in Europa um. Ein anderes Thema, ich habe es in meinen Einleitungsmerkungen ganz kurz berührt, ist dieses Thema Bankenabgabe. Also wir ziehen hier jetzt jedes Jahr 8-9 Milliarden aus dem Bankensystem raus und legen das Geld in einen Fonds in Brüssel. Ich würde ganz stark dafür plädieren, dass dieses Geld wenigstens in Teilen heute besser in den Banken als Eigenkapital aufgehoben ist. Ich habe auch Vorstandsvorsitzende von größten europäischen Banken, die mir sagen, wir sind auch bereit, dieses Geld zu nehmen, das wir nicht in den Abwicklungsfonds zahlen, packen das in einen Fonds, der dann ganz spezifisch zur Finanzierung von Mittelstand in Europa dienen soll. Also unser großes, wir plädieren dafür, dass dieses Geld nicht in Brüssel bei Frau König, sondern als Eigenkapital genutzt wird, um die europäische Wirtschaft zu stärken. Wir brauchen eine Reihe von Anpassungen, die sind fast manchmal chirurgischer Natur in der CRR. Da muss man mal schauen, wie man die hinkriegt. Das darf nicht zu lange dauern. Da geht es um technische Fragen wie VAR-Multiplier, Sucker und solche Elemente. Und ein letzter Punkt, den ich ansprechen müsste, ist das Timing der Einführung der letzten Elemente des Basler Regelwerks. Sind wir gut beraten, in der zweiten Jahreshälfte in Brüssel eine Umsetzung dieser letzten Elemente des Basler Regelwerks, die ja in Deutschland zu einem Zuwachs
von risikogewichteten Aktiva laut EBA um 40% führen, sind wir gut beraten, diesen Prozess, sage ich mal, mitten in der Phase, wo sich hoffentlich die Wirtschaft erholt, Kredite nachfragt, die Banken eigentlich die Erholung finanzieren sollten, aber auf einmal nicht nur mit einer Insolvenzwelle zu tun haben, sondern auch noch mit einer Umsetzung eines Basler Regelwerks. Ist das Timing das Richtige? Also ich will mal ganz gelinde sagen, ist es nicht besser, diese Umsetzung zu verschieben? Und vielleicht auch die, sage ich mal, Auswirkungen dieses Regelwerks nochmal neu zu berechnen, wenn wir wirklich die gesamte Datenlage aus einer Risikoperspektive der Pandemie auf dem Tisch liegen haben. Und das ist ein Thema, das natürlich auch ganz besonders bei Herrn Würmeling liegt, der da auch als Mitglied im Basler Ausschuss mit befasst ist. Herr Würmeling, wollen Sie direkt darauf antworten oder nehmen Sie es mit? Doch, nein, sehr gerne. Sind ja viele unterschiedliche Elemente angesprochen worden. Und ich will mal versuchen, das unter eine einheitliche Überschrift zu bringen, nämlich Vorsorge. Und die Erfahrung aus der Finanzkrise, die sehen wir hier an drei verschiedenen Stellen wirken. Die eine Stelle ist die NPL-Politik. Und da war es halt schlicht und einfach so, dass wir gesehen haben, dass dort wo das Bankensystem sehr schnell von diesen Altlasten befreit wurde, in den USA, auch mit staatlicher Hilfe und so weiter, ja, das Finanzsystem sehr schnell gesundet ist und heute auf einen Höhepunkt von Leistungsfähigkeit und Profitabilität ist und uns auch entsprechend Konkurrenz macht. Das heißt, wir mussten die Lehre daraus ziehen, wir müssen in den Bankbilanzen schneller aufräumen, damit wir schneller in den Normalzustand zurückkommen. Und das wird erreicht mit der NPL-Politik, wo die Banken gezwungen werden, die NPL früh abzuschreiben beziehungsweise zu verkaufen. In der Tat wird das auf jede Bank, in jeder Jurisdiktion und unter den ökonomischen Verhältnissen jeweils anders. Allerdings gibt es hier ja eine Schwelle von 5%. Also wenn die NPL-Quote 5% überschreitet, dann greifen im Grunde erst die harten Anforderungen. Und insofern wird da schon auch ein Unterschied gemacht. Insgesamt haben wir halt, würde es jetzt, glaube ich, wenig bringen, die NPL-Politik wieder zu nationalisieren. Denn damit würden wieder Arbitragemöglichkeiten geschaffen und so weiter. Ich glaube, ein europäischer Ansatz und ein ehrgeiziger Ansatz zum schnellen Abbau von NPLs, auch von denen, die sich jetzt in diesem Jahr aufbauen, ist gesamtwirtschaftlich, glaube ich, die bessere Strategie. Das zweite Element ist die Schaffung des Abwicklungsfonds in Brüssel. Der dient ja dazu, Abwicklung von Banken zu unterstützen, um den Steuerzahler zu entlasten. Und hier hat man natürlich gesagt, also wenn man hier einen schlagkräftigen Fonds oder einen starken Fonds aufbauen will, da braucht man eine Zeit, in der man die Mittel dafür aufbringt. Und die Aufbauphase, die läuft weiterhin. Außerdem ist es so, dass die Bezugsgröße, der Bezugsrahmen für die Größe des Fonds weiter erhöht hat. Also es sind mehr Einlagen da, deswegen muss der Fonds noch größer werden. Das ist im Prinzip eine richtige Operation, einen solchen Fonds zu schaffen. Allerdings leuchtet mir das Argument von Herrn Ossig ein, dass er sagt, ja gut, muss jetzt nun gerade in der Phase großen Stresses für das Bankensystem ja weiter in diesen Sicherheitsfonds einbezahlt werden. Und da finde ich, gibt es gute Gründe dafür, in so einer Phase zu sagen, jetzt stellen wir das mal ein, erst wenn wir das überwunden haben, dann bauen wir weiter auf. Und ähnlich ist die Situation mit dem dritten Element, Basel III. Auch das ist ja eine Folge aus der Finanzkrise. Über die Pufferstruktur könnten wir noch mal im Einzelnen reden. Wir haben ja als Basler Ausschuss bereits die Einführung um ein Jahr verschoben. Wir haben auch uns vorbehalten, dass wir gegebenenfalls weiter verschieben. Ob das notwendig sein wird, wird man sehen. Wir werden ohnehin wahrscheinlich das mit dem Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung gar nicht rechtzeitig fertig werden. Ich will aber hier nochmal sagen, dass der Eigenkapitalaufbau, der dann erforderlich ist, der geht von 2023 bis 2028. Also wir reden jetzt nicht um die Jahre jetzt, wo wir mitten in der Pandemie drin sind, sondern um späteren Zeitraum. Der Eigenkapitalzuwachs bei den deutschen Instituten wird nicht so hoch sein wie in der ersten EBA-Studie berechnet, die Herr Ossig zitiert hat. Wir gehen für den Sparkassen-Genossenschaftsbereich
eher von einer schwarzen Null aus. Wenn wir auch jetzt die Überlegungen für das Umsetzungspaket anschauen, insofern wird das nicht ganz so tragisch werden. Richtig ist aber, und das wäre eine Situation, die ich auch gerne vermeiden würde, dann kann ich gleichzeitig die Auffüllung der Kapitalpuffer nach der Krise verlangen, die Eigenkapitalanforderung anheben und dann noch riesige Beträge an einen Sicherheitstopf einzahlen. Meine Schlussfolgerung, die Instrumente, alle drei, sind eigentlich richtig, sind auch richtig kalibriert, aber man muss halt schauen, wie man mit ihnen in Krisensituationen umgeht. Super, vielen Dank. Ich würde einen Punkt aufnehmen und dann auf den dritten Block, auch angesichts der Zeit, überleiten, nämlich auf die Zukunft des Risikomanagements bzw. Kreditrisikomanagements. Wir haben es teilweise immer touchiert. Und zwar würde ich gerne auf die Tools, die Werkzeuge des Risikomanagements zu sprechen kommen. Vereinfacht gefragt, wie sieht jeweils aus Ihrer Sicht das Risikomanagement der Zukunft aus? Muss es integrierter werden? Müssen wir, sagen wir mal, mehr das Risiko weiter spannen in seiner Definition, also mehr im Sinne eines Enterprise Risk Managements und Begriffe, die hier oft auch in Deutschland sehr, sagen wir mal, siloartig nebeneinander gestellt werden, also das klassische Risk Management, alter Schule, wie ich es jetzt nenne. Daneben haben Sie ein Business Continuity Management, Sie haben Cyber Security oder Cyber Risk Management. Muss man das nicht stärker verzahnen und integriert denken? Frage an jeden von Ihnen. Jürgen, willst du anfangen? Ja, aber ein Satz davor will ich sagen, Kommentar, eine Ergänzung, was Dr. Ohrsieck gesagt hat, nur zum Thema NPL, Wertberichtigungsbedarf, Eigenkapitalhinterlegung, Dr. Ohrsieck, genau das sind die Themen, die auch in den ganzen Roundtables der EU-Kommission auch von den Banken adressiert worden sind. Und da sind nach wie vor Diskussionen in Gange und genau das, was Professor Wimmerling gesagt hat, sehr schnell, wenn eine Situation kommt, wie können wir uns sehr schnell von der Bilanz davon entlasten, aber auch die Banken entlasten. Und da gibt es ja interessante Vorschläge, auch vom Finanzminister in Hessen, Bodenberg, ja, was eine NPL-Pauschale, was die Regulierung, die Bewertung von NPL, um dieses Thema dann, wenn es soweit kommen sollte, Dr. Ohrsieck, dass dann Banken dann auch entlastet werden, dass man auch die Bilanzen schnell entlasten können. Also die Diskussionen sind da, das ist adressiert worden, das ist den, sage ich mal, allen Beteiligten bewusst. Das nur nochmal als Ergänzung. Ja, das ist das Thema, war Fair Value etc. Dann in dem Wertberichtigungsbedarf im Vergleich der letzten 10 Jahre. Jetzt nochmal, ja, Carsten, wir sehen das als Investor in unserem eigenen Hause genauso, dass wir eine fünfte Dimension, eine systemische Dimension haben, was das ganzheitliche Risikomanagement angeht. Wenn das ESG, wenn ich das Thema Enterprise Risk Management nehme und wenn ich jetzt nochmal das Emma Risk nehme, Professor Wimmerling, Adressfallrisiken, Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und operationale Risiken, sind wir sicherlich gut beraten, eine fünfte Dimension dazuzunehmen, um diese Ganzheitlichkeit. Und die Erkenntnisse, glaube ich, die laufen simultan zu ESG, was die pandemischen Risiken angeht. Ja, haben wir die Lieferketten, gerade was die Exportmärkte angeht. Wir haben das Thema Cyberkriminalität. Ja, wir haben das Thema Social Responsibility. Ich glaube, dass diese Dimension wird Bestandteil des Risikomanagements zu einem ganzheitlichen Risikomanagement. Also wir im Investorenumfeld haben damit schon begonnen und die Banken teilweise auch. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, ja, um zukünftige Risiken, die ähnlich systempandemisch sind, ja, die Lieferketten, Exportabhängigkeit, die Cyberkriminalität berücksichtigen. Das wird die Zukunft sein, um das Risikomanagement weiter zu optimieren. Bin ich fest überzeugt und die Banken haben das auch erkannt. Ja, das muss ich auch sagen. Wunderbar. Wer möchte? Herr Ohrsieck, Herr Wimmerling. Wenn Sie mögen, in der Tat werden die Risiken komplexer. Und zu den Punkt ESG-Risiken, die Sie schon genannt haben, möchte ich noch zwei hinzufügen. Wir erleben ja im Moment es verwirklicht sich ein Risiko, das wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und es verwirklicht sich ein Risiko aus der Realwirtschaft
heraus in den Bankenbereich hinein, und zwar nicht die hervorgerufen durch den allgemeinen Konjunkturzyklus, sondern durch einen völlig neuartigen Treiber, ja, mit den Auswirkungen, die Herr Sonder genannt hat. Und das ist schon eine echte Herausforderung, weil die Stärke dieses Risiko von der Widerstandsfähigkeit der Realwirtschaft abhängt. Ja, und das haben wir bisher zwar im Einzelfall, aber nicht in der systemischen Relevanz bisher auf dem Schirm gehabt. Also es beschäftigt uns hier auch. Sie hatten am Anfang erwähnt, dass ich hier auch fürs Risikomanagement zuständig bin. Das ist ein Punkt, der erheblich auch methodische Fragen aufwirft. Also die Risikoindikatoren kommen neue dazu. Der zweite Punkt, den ich hier noch erwähnen wollte, ist, dass nach meiner Einschätzung die Kreditrisiken, die die Banken in Zukunft auf sich nehmen müssen, mehr Risiken beinhalten oder risikoreicher sind als das klassische Geschäft in der Vergangenheit. Denn wenn tatsächlich eine Transformation der Volkswirtschaften angestrebt wird, dann ist das zwangsläufig mit risikoreicheren Innovationen verbunden. Ja? Und nicht nur eine lineare sozusagen Weiterentwicklung, sondern ein Stück weit disruptiv. Und jetzt ja auch die Forderung schon gegeben, da müsse der Staat mehr einspringen und Risiken übernehmen. Es gibt Überlegungen, zum Beispiel jetzt in Frankreich, stärkere Eigenkapitalkomponente auch in den staatlichen Hilfen zu machen, alles, um diesem höheren Risiko entgegenzukommen. Und da würde ich mir wünschen, dass das Bankensystem sich wirklich diesen Chancen, die damit verbunden sind, auch stark öffnet und die Risikomanagementsysteme eben auch auf solche Geschäfte anwendbar macht, den Risikoappetit womöglich entsprechend anpasst, aber natürlich dann auch die Eigenkapital, das entsprechende Eigenkapital dafür vorhält und deswegen eben ein und die Risiken vor allen Dingen entsprechend bepreist, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Gut, das letzte Element, digitale Risiken, gehe ich jetzt mal in Anbetracht der Zeit nicht drauf ein. Für mich hier operativ hochspannender Punkt ist natürlich der Einsatz von digitalen Technologien im Risikomanagement, aber dazu könnten wir eine eigene Sitzung machen. Wunderbar, vielen Dank. Herr Ossig, ich würde mit Blick auf der Zeit Ihnen noch mal quasi einen Abbinder geben, wenn Sie noch etwas hinzuzufügen haben, aber ich gehe davon aus, das wird der Fall sein. Vielleicht noch mal ein paar Sätze zu dem, wo Herr Würmeling gerade gesagt hat, da bleibt uns nicht die Zeit zu, nämlich Risikomanagement digital. Nur ein paar ganz grobe Konzepte, um die mal aufzuwerfen. Ich glaube, wir würden alle übereinstimmen, dass das Potenzial, auch durch künstliche Intelligenz weniger auf Routineprüfungen und Prozesse zu setzen, sondern wirkliche Risiken zu identifizieren, das ist enorm. Und um da das Risikomanagement in den Banken weiterzuentwickeln, müssen wir allgemein zugängliche auf der einen Seite, aber auch institutsindividuelle Daten besser auswerten und nutzen können, um Steuerungsimpulse hier zu bekommen. Das gilt übrigens nicht nur für die Institute selber, sondern natürlich auch für die Aufsicht. Und da ist die Bundesbank mit Datenhubs, Technologiezentren etc. ja auch sehr gut aufgestellt. Und wir haben auch ganz spannenden Dialog mit der Aufsicht über Cloud-Lösungen, wo man vielleicht Daten reinstellen muss und die Aufsicht die nutzt etc. Da gibt es Pilotprojekte, da könnte man viel drüber sprechen. Bei diesem ganzen Thema künstliche Intelligenz und Daten auszuwerten, da gibt es natürlich auch ethische Fragestellungen und die müssen berücksichtigt werden. Ich würde gerne mit einem letzten Gedanken schließen, der auch mit Digitalisierung zu tun hat. Ich glaube, wir müssen nicht nur unser Verständnis für klassische Geschäftsmodelle, sondern auch für digitale Geschäftsmodelle in den Zusammenhang stärken, denn die Finanzgeschäfte sind mehr und mehr aufgegliedert. Es werden mehr und mehr Teilaspekte von Technologiekonzernen erbracht und hier bedarf es eines gleichen Schutzniveaus bei den Risikoelementen, risikorelevanten Elementen dieser Wertschöpfungskette. Ich glaube, dass das Prinzip Same Business, Same Risk, Same Rule im Hinblick auf klassisches Bankgeschäft, beaufsichtigt, Technologiegeschäft, heute in Europa nicht als One-Level-Playing-Field implementiert ist. Und da haben wir großen Handlungsbedarf. Wunderbar. Vielen Dank. Ich höre die Musik im Hintergrund. Das heißt für mich jetzt, leider muss ich abmoderieren. Sie merken es, wir könnten eine eigene Session daraus machen.
viele Punkte. Ich danke allen drei ganz herzlich für die Teilnahme. Ich denke, wir sollten diese Diskussion auch in irgendeiner Form weiterführen. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, prepare for the worst, hope for the best. In dem Sinne darf ich die Session schließen und einen weiteren guten Verlauf wünschen. Vielen Dank.